Das besondere Unrecht des Blasphemiegesetzes. In einem anderen Video zeige ich hier auf, warum jedes Redeverbot rechtswidrig ist, also auch das Blasphemieverbot. Aber unter all den rechtswidrigen Redeverboten hat der Blasphemieparagraf eine Sonderstellung. Bei Verhetzung, Beleidigung, üble Nachrede und so weiter kann man es zumindest noch verstehen, wo das Verbot herkommt. Bei der Blasphemie ist die Sachlage allerdings etwas anders. Verhöhnen und Verspotten von schwachsinnigen Ideologien, das sind gute Dinge. Hirnverbrannter Schwachsinn gedeiht dort gut, wo man den Leuten diesen Schwachsinn unwidersprochen durchgehen lässt. In der Menge erhalten diese Leute dann ein unverdientes Selbstbewusstsein und nicht selten entwickelt sich daraus dann Arroganz und, wie die Geschichte gezeigt hat, auch Tyrannei, wenn in der entsprechenden Ideologie auch tyrannische Elemente vorhanden sind. Und all das Blutvergießen, die Kriege und die Menschenverachtung, die die Menschheit seit Jahrtausenden heimsuchen, stammen nicht zuletzt aus dem unverdienten Respekt, den man diesen Idiotien entgegengebracht hat. Vielleicht hätte es im Laufe der Menschheitsgeschichte einige 100 Millionen Tote weniger gegeben, wenn man den religiösen Spinnern klipp und klar vermittelt hätte, dass ihre Ideologien im besseren Fall dumm, im schlimmeren Fall rundheraus kriminell und bösartig sind. Jeder sollte das Recht haben, Idioten Tag aus und Tag ein zu verspotten und zu verhöhnen. Warum? Weil das das einzige wirksame, friedliche Mittel ist, das helfen kann. Höflicher Diskurs bringt gar nichts, ja, bewirkt sogar das Gegenteil. Es gibt diesen Leuten eine wirklich unverdiente Vorstellung von der Seriosität ihrer Ideologie. Spott und Hohn sind das einzige friedliche Mittel, das wir haben, um hirnverbrannten Schwachsinn frühzeitig loszuwerden. Solange es verboten ist, Religionen und ihre Anhänger zu verspotten und zu verhöhnen, steht uns dieses einzige friedliche Mittel nicht zur Verfügung. Solange dieses Gesetz da ist, werden die Vertreter von Religionen einer völlig falschen Selbstwahrnehmung unterliegen. Solange dieses Gesetz da ist, werden Religionen weiter unbehelligt existieren und in letzter Konsequenz bedeutet dieses Gesetz nicht weniger, als dass weiterhin Menschen durch Religionen unterdrückt, beschnitten, manipuliert, indoktriniert, missbraucht, versklavt und ermordet werden. Gesetze wie dieses fördern aktiv das Böse in dieser Welt.